Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die erste Woche als Senior Student, also das, was im Titel steht, mein Gott. Und zwar komme ich jetzt in die 12. Klasse, was im Amerikanischen für Senior Year steht. Und das werde ich mitfilmen, die erste Woche. Ganz kurz, ich habe hier ein Mikrofon und ich werde noch ein Video einblenden. Und da habe ich noch nicht ganz verstanden, wie empfindlich das Mikrofon ist. Deswegen ist das Mikrofon manchmal ein bisschen... ein ganz kleines bisschen übersteuert. Ich möchte einmal ganz kurz erzählen, was ich heute so gemacht habe. Warte mal, ich mache mal meine Helligkeit ein bisschen runter. Und zwar habe ich heute meine Nägel gemacht. So sehen sie aus. Hammerschön. Ich habe heute noch vor, meinen Schulrucksack umzuräumen, denn ich habe einen neuen, den ich ganz gerne jetzt benutzen möchte, die erste Woche austesten möchte. Und deswegen räume ich das alles um. Ich habe heute gebadet und werde, wenn ich fertig bin, meine Haare zusammenflechten. Ich habe sie noch nicht gekämmt. Das mache ich ganz gerne, weil sie sind schon so ein bisschen, ne? Die sind noch ein bisschen feucht, so ganz kalt, ne? Und dann werde ich sie einfach zusammenflechten, dann habe ich morgen so Wellen. Morgen früh werde ich mir auch Essen machen. Ich habe mir ja vorgenommen, wer das vielleicht gesehen hat, in meinem Preparing for New School Year Video vorgenommen zu frühstücken. Deswegen werde ich es auch durchziehen und mir morgen früh was zu essen machen. Ach, ich bin so aufgeregt wie noch nie, Alter. No joke jetzt. Falls ihr irgendwie mal so einen Ventilator im Hintergrund hört, tut mir leid, aber es sind original 31 Grad und ich sterbe. Oh. Ja, ich habe ein Mikrofon. Ich bin so professional. Ich hoffe, der Ton ist soweit okay. Es ist was angekommen und ich habe darauf angeteasert in meiner Instagram-Story. Einmal hier mein Instagram-Account, falls ihr mir noch nicht folgt und sowas verpasst habt, denn sehr, sehr gerne folgen. Ihr seid immer mit dabei. Und ich glaube, wir fangen mal an. Ich bin so aufgeregt. Dieses Video entsteht in einer Zusammenarbeit mit 17 London. Das ist eine englische Brand für Rucksäcke. Diese Marke ist gemacht worden von Laura und Oliver, die den perfekten Schulrucksack gesucht haben für ihre Töchter. Haben sie, da sie keinen gefunden haben, den so entspricht, haben sie eine eigene Marke gegründet und das ist 17 London. Deren Rucksäcke ist vegan, was total cool ist. Ich wurde angeschrieben von einem Herrn, der arbeitet, und wurde gefragt, ob ich nicht einen Rucksack haben möchte, um ihn zu testen und ihn euch vorzustellen. Und ich habe natürlich sofort gesagt ja und möchte mich einmal an dieser Stelle bei euch bedanken, denn ohne euch wäre das hier so weit nicht gekommen und habe mich sehr geehrt gefühlt, als diese E-Mail ankam. Wir haben übrigens einen Amazon-Shop. Ihr werdet alle Links unten finden von dem Online-Shop von denen und auch vom Amazon-Store. Dieses Paket ist so ein bisschen am Ende, aber ist okay. Ich hoffe, ihr hört kein Kindergeheule oder irgendwas in der Richtung im Hintergrund, weil wir haben Kinderbesuch. Bin so gespannt. Ich werde es jetzt einmal mit euch unboxen, besonders weil dieses Video enthält eine Verlosung und das werde ich gleich erzählen, wie das funktionieren soll, wenn ich den angeguckt habe. Ich habe mir einen ausgesucht und ich hoffe, er sieht aus, wie ich ihn mir vorstelle, weil dann hat er definitiv, je nachdem wie die Qualität ist, weil ich kenne diese Marke nicht, definitiv mein Baby abgelöst. In meinem letzten Video habt ihr ja ein What's in my Backpack gesehen. Hätte ich die E-Mail vorbekommen, hätte ich damit gewartet, aber leider, hallo, bin ich zu inkompetent. Geht doch. Das Paket ist halt wirklich am Ende. Und das ist nicht mehr weit gereist. Ah! Oh, ist das schön! Oh mein Gott. Okay, wow. Es sieht auf den ersten Blick so viel schöner aus, als ich es mir gedacht habe. Ich muss den mal aufmachen. Ich komme gerade nicht klar. Ah, ich bin so aufgeregt. Einmal ein paar grundlegende Infos für den Rucksack. Grundlegende Informationen. Hier passt auch ein Laptop rein. Also ein Laptopfach ist ja auch drin, ne? Okay, wow. Ich bin überfordert mit meinem Leben. So sieht er aus. Nein, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß gerade noch. Ich muss es gerade erstmal realisieren. Der hat hier vorne so eine Tasche, die habe ich gerade aufgemacht. Ich will mal dieses Ding da rausholen, dieses Schaumstoffteil. Hier, original, liebe Frauen, hier kommen die Damenbinden rein ungefähr. Haben wir schön hier vorne das 17 London Logo. 17 London was founded in 2007 by Oliver and Laura. Laura? Ja, ne? Ich hoffe doch. When living in London, they wanted to find a functional backpack for their two daughters that could be used throughout their school life whilst the showing of their individual styles and personalities. When Oliver and Laura couldn't find what they were looking for, they decided to create create one themselves. Englisch ist da. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Boah, hier hinten hat er ja auch noch Taschen. Das ist cool so für Handys oder so. Der ist halt so rosa und er hat hier noch so beige Details. Und falls ihr das sehen könnt, hier an der Seite, wie erkläre ich das? Das muss ich aufmachen, um es euch zu zeigen. Ich muss das mal ganz kurz öffnen. Mm-mm.
Das ist mir gerade zu peinlich. Ich wollte das Ding hier aufmachen. Guck mal. Guck mal, wenn ihr das hier so aufklappt, also hier macht ihr zu, so wie ich es gerade bitte nicht gemacht habe, sondern anders, so wie es vorgegeben ist. Könnt ihr hochklappen, hier ist noch eine Tasche. Hier ist eine Damenbindensituation. Boah, es ist groß. Kann man tief reingucken. Also, ihr könnt das hier der Seite aufmachen, deswegen habt ihr da gerade hier so ein Loch gesehen. Hallo. Die Powerbank reinmachen, das Handy laden, aber trotzdem noch am Handy sein. Hier drinne sind nochmal so extra Seitentaschen, auch mit so einem Netz. Hier könnt ihr sehen, das Laptopfach, das ist gefüttert, das heißt... keine Kratzer oder ähnliches. Das ist sehr gut, weil mein Laptop hat genug Kratzer abgekriegt und mehr braucht er nicht. Mal wieder zumachen. Ist einfacher als gedacht. Du kannst das hier öffnen. Öffne dich. Danke. Dann kannst du es hier so, wie beim Fjolrern ungefähr. Dann hast du hier so eine... Es ist so schön. Hier vorne ist übrigens auch noch eine Tasche. Die sind überall Taschen, ne? An der Seite hast du auch nochmal so ein Fach für Getränke. An beiden Seiten sogar. Jetzt ist die Kamera halt nicht hoch genug. Das ist anders blöd. Ich hoffe, ihr seht kein Doppelkind von mir. Lol. Der ist so schön, wow. Also ich kann euch ganz kurz sagen, welches Modell das ist, weil die haben verschiedene Modelle. Das ist ein Canary Wharf in Pink. Sieht da voll süß aus, so ein bisschen dicker. Das Coole ist, was ich gesehen habe, mein Laptop kommt da noch rein. Der ist hier aber noch, weil der noch laden muss und ich den noch brauche. Das Coole ist, was ich gerade gesehen habe, ist, normalerweise habe ich in meinem Fjolraun noch meinen Laptop in dieser Tasche drin und den da rein, weil ich Angst habe, dass der sonst Kratzer kriegt oder irgendwas. Und hier ist das Schöne, der Rucksack hat die Laptoptasche und die Laptoptasche ist schon gefüttert. Das heißt, ich brauche die Tasche nicht. Das heißt, dieses Gewicht kann ich mir sparen, denn das Ding ist echt schwer. Guten Morgen, es ist jetzt 10 nach 6. Ich bin soweit fertig, was echt früh ist. Natürlich ist es echt früh, am ersten Tag bin ich immer früh fertig. Das Ding ist, ich wollte euch mal zeigen, was ich so anhab. Muss aber dazu sagen, dass ich da nicht so drauf achte, was ich in der Schule anziehe, weil es im Endeffekt nicht juckt. Es gibt tausend andere Dinge, die wichtiger sind. Ja, hier ist eine kleine Lücke. Deswegen darf ich gleich nochmal meine Spange tragen. Ich habe sie nämlich letzte Nacht vergessen. Das ist übrigens, für die, die schon gefragt haben, meine Zahnspange ist raus. Für die, die mich länger verfolgen mussten, dass ich eine Zahnspange habe. Und das ist jetzt so, das ist oben. Und das wird jetzt so richtig wehtun. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe so selber Schuld, ne? Warum mache ich das? Ich werde mal mich fertig machen. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Mascara auftragen. Make-up nicht, weil das lohnt sich nicht bei der Hitze. Es ist so schnell wieder weg. Oh, es tut doch weh. Manchmal oder meistens, oder ich werde auch die wahrscheinlich heute benutzen, benutze ich die Catrice Glamon Doll in Waterproof. Einfach weil Waterproof, weil das ist mein einziger Waterproof, was Cara ist. Für unten nutze ich aber eine andere, weil ich mit der Mascara unten nicht so klar komme. Das ist die, die existiert nicht mehr, sorry, die P2 Multidimension Mascara. Es gibt der P2 leider nicht mehr. So. Das ist so ziemlich alles, was ich mache. Und Lippenbalsam, ne? Aber meine kleine Schwester hat meinen letzten Lippenbalsam kaputt gemacht. Sie hat reingebissen. Ich weiß ja nicht, was an den Teilen so schmeckt, aber es war der 10. Oberteil ist ein Merch von Rin vom Konzert in Hamburg letztes Jahr, glaube ich. Und ich habe einfach nur so eine graue Leggings an. Frag mich nicht, von was sie ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe die schon seit Ewigkeiten.
Ja, okay, der erste Tag ist schon längst vorbei. Es ist inzwischen auch schon 11 Uhr, also 23.18 Uhr. Ich sehe dementsprechend aus, habe mich schon abgeschminkt und so weiter. Hab nicht geschafft, heute zu filmen, weil ich nach der Schule sofort eingeschlafen bin. Ich war so am Ende und ich weiß nicht mal warum. Heute war halt nicht viel los. Wir haben heute original nichts anderes gemacht, außer 2 Stunden Mathe, so wie wir über die Themen geredet haben, die wir in der 12. haben werden. Und 4 Stunden mit unserer Jahrgangsleitung. Und wir haben eigentlich nur Fragen gestellt, so zu den ganzen Sachen, die halt kommen. Wir haben hier noch ein Wirtschaftspraktikum. Und ich glaube, fast niemand hat einen Praktikumsplatz, inklusive mir. Ja. Ich weiß, dass ich schlimm aussehe. Ich sehe wirklich sehr schlimm aus. Das liegt am Wetter. Es liegt halt echt legit am Wetter, weil bei mir schmilzt alles runter. Man sieht hier richtig mit Mascara. Und heute habe ich eine Menge zu tun und das werde ich jetzt alles einmal erledigen. Und ich denke mal, dass ich dann die Kamera mitnehmen werde einfach. Ich weiß echt nicht, wie lange das Video wird, weil ich habe gerade mal Montag durch und es sind schon 11 Minuten. Ich schneide währenddessen. Ich muss jetzt einen Haufen. Was heißt ein Haufen? So viel ist es nicht, aber ich muss schon was machen. Und das mache ich jetzt, I think. Und dann ist der Tag, glaube ich, auch schon um, weil, meine Damen und Herren, mir ist so warm, ich werde heute ganz bestimmt nichts Anstrengendes mehr machen und ganz viel trinken. Heute war Donnerstag. Ich erzähle mal so ein bisschen so von der Woche, weil ich auch gestern nicht mehr gefilmt hatte. Nur wie ich gelernt hatte. Und zwar habe ich gestern, ich glaube, 2 Vorträge aufbekommen, die ich halt schon so angefangen hatte. Einen habe ich soweit schon fertig. Ich habe auch gestern meinem Bruder bei den Hausaufgaben geholfen. Also ich hatte wirklich gestern ein bisschen was zu tun und deswegen habe ich das nicht mitgefilmt. Heute ist auch nicht so viel passiert. Also es passiert halt nicht viel. Irgendwann wird es wieder Alltag und dann ist es auch nicht mehr so spannend. Heute habe ich wieder einen Vortrag aufbekommen. Es sind voll viele Vorträge. Ich komme aber wieder langsam so in den Rhythmus rein. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt schon merke, dass die Hausaufgaben definitiv mehr sind. Also wir hatten direkt am zweiten Tag Hausaufgaben. Ich meine, letztes Jahr hatten wir eine Introwoche. Da war sowieso nichts mit Hausaufgaben. Aber selbst die Woche danach hatten wir nicht so viele Hausaufgaben. Besonders nicht nach dem zweiten Tag. Uns wurden hier direkt Vorträge aufgelistet. Klar, 12. Klasse, was erwarte ich eigentlich? Und das ist klar. Und ich bin auch darauf eingestellt, dass es mehr wird. Und das macht auch Sinn. Und das ist auch logisch und alles gut und so. Nur wollte ich mal erzählen, dass ich jetzt schon den Unterschied merke. Definitiv. Auch vom Niveau her. Auch wenn die Themen mich bis dato ziemlich interessieren. Ich habe ein bisschen Angst vor Biochemie. Aber ich glaube, das wird schon, dass ja jeder Abiturient mal durchgekommen. In Mathe läuft es gerade erstaunlich gut, aber ich glaube auch, das ist nur die einfache Version von dem Thema. Ich warte noch darauf, dass er sagt, oh, jetzt geht's rechtlich ab. Und dann glaubt mir, wenn der Lehrer sagt, jetzt geht's ab, dann geht's auch rechtlich ab. Jetzt kommen wir zu dem lustigsten Teil von diesem Video. Auf das freue ich mich schon die ganze Woche, denn ganz am Anfang dieses Videos habe ich euch ein Video eingeblendet, denn ich habe ja ein Paket erhalten von 17 London. Und sie haben mir nicht nur einen Rucksack zur Verfügung gestellt, haben mir sogar einen zweiten zur Verfügung gestellt, den ich verlosen darf an euch. Und ich freue mich so sehr, euch das verkünden zu dürfen, weil das so krass ist für mich, weil ich habe jetzt nicht die Reichweite, wie andere sie haben. Und trotzdem ging das jetzt plötzlich so schnell. Bin so dankbar für diese Chance und das ist einfach nur krass. Ich habe das Ding jetzt von Montag bis Donnerstag ausgetestet und muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Der Laptop passt hier super rein und hier passt auch das, was ich auch beim Fjollraum mega scheiße fand, muss ich echt sagen, ist, dass die Flaschen hier nicht reingepasst haben. Und hier passen auf beide Seiten die Flaschen rein. Man kennt es, man macht die Tasche zu voll und dann kriegt man die Flaschen hier nicht mehr rein, weil es einfach zu stramm ist. Und hier kann ich machen, was ich will, ich kriege die trotzdem rein. Und das ist ziemlich nice. Hier ist auch gerade was drin, ich weiß gar nicht was. Achso, mein Block. Oh,
meine Brotdose. Also ich habe ja immer Ordner dabei, die hatte ich auch alle hier drin. Also fast alle, die ich am Montag gebraucht habe. Aber hier passt auch wirklich viel rein. Also ich hatte hier auch schon Bücher drin. Ich hatte hier schon 3-4 Blöcke auf einmal drin, um die zum Schließfach zu transportieren. Das hat super funktioniert. Dann natürlich immer die Federtasche. Meine 2 Journals habe ich immer dabei. Dann habe ich oftmals ein Kabel dabei an den langen Tagen. Also hier passt wirklich eine Menge rein. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal Danke sagen an 17 London für diese Unterstützung. Diese Verlosung läuft auf YouTube wie auf Instagram. Das heißt, wenn ihr auf beiden Plattformen mitmacht, dann habt ihr eine höhere Chance zu gewinnen. Hier auf YouTube gilt die Regel oder gelten die Voraussetzungen. Du musst natürlich Abonnent meines Kanals sein. Du musst dieses Video liken und ein liebes Kommentar schreiben. Plus so wichtig, den Instagram-Namen, damit ich dich kontaktieren kann. Das ist so wichtig, sonst kann ich dich nicht kontaktieren und dann ist halt blöd, dann kriege ich dich nicht kontaktiert. Wenn ihr auf Instagram geht, mein Instagram-Account wird hier nochmal eingeblendet, dann könnt ihr auch gerne auf Instagram mitmachen und dann habt ihr eine höhere Chance zu gewinnen. Auf Instagram habe ich nochmal eigene Voraussetzungen, dass ihr mitmachen könnt. Da müsst ihr euch einfach mal durch meinen Beitrag durchlesen und dann wisst ihr auch Bescheid. Diese Verlosung geht bis zum 31. August um 23.59 Uhr. Und alle weiteren Informationen und bitte lest sie euch durch, sind in meiner Informationsbox. Ich werde dieses Video an dieser Stelle jetzt beenden und hoffe, dass ihr einen wunderschönen Tag habt. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung und bis zum nächsten Freitag. Ciao!